Moinsen. Es gibt ein neues Video. Wir müssen nochmal über den Coffee Racer sprechen. Also, nach dem Intro geht's los. Piu. Piu. Die Richtung war richtig. Also, lasst uns doch nochmal über den Coffee Racer sprechen. Der Ersteller des Coffee Racers ist auf mich zugekommen und er war nicht wirklich sehr glücklich über das Video. Und ich habe das Video rausgenommen, weil ich da noch ein, zwei Sachen richtigstellen möchte. Aufgrund von fehlender Kommunikation und fehlenden Daten, die ich nicht hatte zu dem Zeitpunkt, als ich die Review gemacht habe, war der Preis falsch. Das Gerät, was ihr gesehen habt, in dem Review kostete 488 Euro und war eine der ersten Versionen und davon gab es 100 Stück. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Ich habe kritisiert, dass es keine Bedienungsanleitung gab. Das ist zu diesem Zeitpunkt, ich habe sie hier vor mir, geändert worden. Und die Anleitung ist auch brauchbar und sehr, sehr schön, denn dort gibt es vernünftige Zeichnungen und nicht solche Bilder, was ich sehr, sehr gut fand. Des Weiteren wurde mir auch zugetragen, dass sich mittlerweile sehr, sehr viel verändert hat im Auslieferungszustand. Also ich hatte ja auch kritisiert, dass innen drinne diese Schrauben drinne sind und dort nicht die Schnellspanner von vornherein dran waren. Das hat sich auch geändert. Sie werden jetzt mit Schnellspanner ausgeliefert. Des Weiteren ist das Ablösen der Seitenwände, wo ich ja große Probleme hatte, auch behoben worden. Und dann wurde noch eine neue Baseplate für die Pedale mit hinzugefügt, dass man diese einfacher hinzufügen kann und wieder rausnehmen kann. Und dann gibt es noch eine kleine Änderung bezüglich des Kabelmanagements und das wurde auch geändert. Ich möchte nochmal dazu sagen, ich möchte dieser Firma oder der Person, die das macht, denn es ist ein Einzelunternehmen aus den Niederlanden, möchte ich damit überhaupt nichts Böses, sondern einfach meine Ansichten bezüglich des Gerätes teilen. Und so wie ich es zu dem Zustand hatte, dazu stehe ich auch, was ich gesagt habe. Ich möchte dennoch das gerade rücken, denn das gehört dazu, wenn schon jemand auf mich zukommt und mir diesbezüglich die Information liefert, dass es sich geändert hat, möchte ich das natürlich mit euch teilen. Ich werde euch jetzt im Nachgang die alte Review noch geben. Dort sind aber die Inhalte, die falsch waren und jetzt richtig gestellt wurden, rausgeschnitten. Und damit wünsche ich euch sehr, sehr viel Spaß. Schaut es euch an, entscheidet für euch selber, ob das was für euch ist oder nicht. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Review. Das hier ist der Coffee Racer. Das ist ein Kaffeetisch, in dem sich Racing-Hardware versteckt. Und bei mir ist jetzt das Moser-Bundle da drin. Und ich würde gerne mit dir ganz kurz das Ding mal aufbauen, sodass wir fahren können. Und du mal einen Blick reinschmeißen kannst. Also, machen wir das doch mal auf hier. Dafür müssen wir den Deckel runternehmen. Das ist übrigens alles Metall. Dann sieht man hier drinnen schon die Wheelbase als auch die Pedalen. Ich habe die Kabel jetzt hier drinnen mal provisorisch reingelegt, weil die Wheelbase ja auch noch eine andere Funktion hat. Und dann drehen wir das hier ganz kurz mal an die Seite und dann haben wir hier drinnen vier solche, ja wie sagt man denn, Schnellspanner. Und die lösen wir dann mal. Und dann können wir nämlich die Wheelbase plus die Pedale anheben. Und dann können wir nämlich hier vorne, wenn das hier richtig eingerastet ist, können wir das Ganze hochheben, hier reinditschen, weil hier an der Seite sind Schienen. Und da kannst du diese wunderschönen Geräte reinmachen, die nicht von Anfang an dran sind. Übrigens, wenn das ausgeliefert wird, das kommt erst, das sollte man nochmal selber upgraden. Dann kann man das hier festmachen. Dann machen wir den Schnellspanner hier noch fest, den zweiten. So, machen wir den hier hinten noch fest. Dass da auch ein bisschen Spannung drauf ist. Zack. Hier und da den Schnellspanner. Das müssen wir ein bisschen so machen. Prima.
zack, und dann ist das fest. Und jetzt müssen wir hier hinten die Pedale noch nach hinten schieben. So. Die müssen wir dann auch befestigen. Das ist ja alles kein Problem. Zack. Und dann machen wir hier vorne noch den ein. Der ist fest. Dann machen wir den noch. Und dann ist das Ganze fertig. Jetzt nehmen wir mal ganz kurz die Kabel hier rein, weil wir müssen ja mal drehen. Und dann können wir uns das hier schön unter den Tisch rollern. Dann haben wir hier unten Bremsen an den Rädern. Und dann rollt das Ding nicht mehr. Und dann bist du eigentlich quasi fast ready. Lenkrad drauf. Zack. Und dann kannst du einsteigen in den Apparello. Dann schließt du den ganzen noch an und dann machst du Abfahrt. Dafür gibt es noch eine Halterung für den Stuhl. Ich habe jetzt für mich diese wunderschönen Pümpel gefunden. Die hat mir nämlich Lieutenant Bear empfohlen aus dem Chat. Dankeschön an der Stelle nochmal. Das ist ein richtiger Gamechanger für Fahren am Tisch. Und die machst du dir einfach unter die Rollen. Pass auf, ich zeig dir das. Dann machst du die hier einfach drunter. Zack, zack. Und hier auch noch. Zack. Dann machst du hier noch eine drunter. Das ist ja schon richtig sportlich aktiv, was wir hier machen heute. Ja. Aber du, alles für einen Test, ne? So, dann machen wir hier noch drunter. Zack. Und dann ist dein Stuhl schön ordentlich befestigt und rutscht nicht mehr durch die Gegend. Und dann kannst du hier reinsetzen, machst die Lehne hinten fest und dann geht's rein. Und das ist mega geil. Lass uns mal einen Fahrtest machen. So, rein in die gute Stude. Pömpel sind drunter unterm Sitz, hier kann sich nichts bewegen. Der Coffee Racer hat wieder die Bremse angezogen. Wir können also mal eine Runde Test fahren mit dem Gerät. Also, rein! Oh Gott. Schauen wir mal, was wir hier für eine Rundenzeit auf die Kette kriegen. Das Datum macht es jetzt erstmal ganz gut. Oh. Jetzt müssen wir mal richtig bremsen. Okay, das war in Ordnung. So rein. Ein bisschen lupfen, ein bisschen bremsen. Okay. Nichts rutscht, alles fest. Oh Gott. Sehr ungewohnt für mich. Aber alles stabil und fest. Also hier bewegt sich gar nichts. Oh, 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 oh. Naja, im Singleplayer ist ja alles aus, nicht? Keiner gesehen. Hat keiner gesehen! Okay, super. Zu viel Bremsen hier oben. Rumpenkarre. So ungewohnt, mit einem normalen Standard-Setup zu fahren. Aber es geht. Den Pott hier rum ohne Bremsen. Oh, geht. Also man kann wirklich vernünftig fahren. So, los jetzt. Ist es denn besser geworden? Nee, sogar schlechter. Wir werden sogar noch langsamer, ey. Das ist sie. Das wird sie jetzt. Oh, der Umstieg ist sehr interessant. Von Rick auf hier. Aber man muss sagen, es läuft gut.
Also es wackelt nichts, es rutscht nichts. Es ist fest, stabil. Man hat nicht das Gefühl, dass man hier irgendwas abreißt. Das ist die Runde jetzt. Die ging weit, aber das ist sie. Na, nicht so schön. Das ist es. Ja! Ja! Oh! Oh, das war schon besser. Oh, das war sehr früh auf der Bremse. Aber ist okay. Das könnte sogar eine 1-7 für sie werden. Oh, eine Sekunde schneller. Also, was kann man jetzt vom Fahrgefühl her sagen? Es ist wirklich stabil. Also, du hast keinen Flex drin, hier bewegt sich nichts, du kannst volles Brikett in die Pedale trampeln. Ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht nachher mit Lowzell-Pedale, aber also ich habe gerade meine Rückenlehne fest und ich mache gerade schon ein bisschen Alarm, wie man sehen kann an der Lehne. Und hier geht wirklich nichts. Gar nichts. Werfen wir doch mal einen genaueren Blick hier rein, was beim Coffee Racer alles so drin ist. Erstmal möchte ich kurz anmerken, die waren beim Transport nicht drauf, die habe ich im Nachgang nochmal dran gemacht. Das sind solche Spanner, die werden aber auch mitgeliefert. Da sind nur Drehknöpfe dran und damit bekommt man das nicht fest genug. Das funktioniert hier wie bei jedem anderen Schnellspanner auch, einfach zurückziehen und dann kann man das resetten quasi. Und das hast du bei den Pedalen, hast du das hier. Und da viermal dran. Bei den Pedalen im Allgemeinen, Moser Mounting Holes sind leider nur vorne passig da. Also da unten und dort, wie man sehen kann, sind sie lose. Ich habe meine Konstruktion, die ich zur Befestigung dran hatte, musste ich leider abmachen, weil ich nochmal alles auseinandergebaut habe, da ich diese Schnellspanner am Anfang nicht dran hatte. Man kann sich hier hinten jetzt natürlich auch ein Loch reinbohren. Was aber ziemlicher Pain in the Ass ist, weil das hier ist Stahl oder zumindest ein sehr hartes Metall und da kommt man nicht so einfach durch. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, Dizzy, hä? Woher weißt du das denn? Ja, ich musste leider da unten zwei Schrauben aufbohren. Das sind dieselben wie hier oben, die sind brüniert und warum auch immer, sie waren wirklich handfest drin. Ich wollte sie rausdrehen, sie sind übergeknuppt und dann musste ich das heute zum Umbau, musste ich das leider bohren. Oder aufbohren. Was man hier halt machen könnte, beispielsweise, ich habe das hier an der Seite befestigt mit Kabelbindern durch diese Lasche und habe unten drunter eine Schraube als Konter gemacht, dass sich das nicht bewegt und man das festziehen kann. Und das hat wunderbar funktioniert. Das muss man dann selber wissen, ob man das machen möchte. Wenn wir jetzt mal nach hier schauen, sehen wir auch, dass hier solche Schnellspanner sind und solche Schienen, wo man dann den oberen Teil des Lenkrades festmachen kann. Ihr seht ja auch, da unten ist eine Nut. Ne? Da sind dann auch Schnellspanner dran. Und dann geht das Ganze quasi bis runter, dass du es einklappen kannst oder einfahren kannst, wie du es vorher gesehen hast. Die Pedale ziehst du dann nach hier und dann kannst du ihn zumachen. Für die Kabel ist auch alles dabei. Hier an der Seite ist eine Halterung drin. Du kannst die Kabel da unten auch vernünftig rausführen. Nicht so wie ich, das ist jetzt hier provisorisch gemacht. Und dann geht das Ganze schon startklar. Deine Wheelbase hast du hier oben auf so einem Mount drauf. Hier habe ich das auch extra gemacht und nicht diese kleinen Drehknäufe genommen, weil das kann man fester ziehen. Das sind auch nicht nur diese beiden, wie man hier sehen kann, sondern innen drinne. Moment, machen wir so. Hier innen drinne ist auch noch einer und da kannst du es auch festziehen. Das Ganze hier ist auch alles
Stahl oder ein sehr hartes Metall und ist overall doch ziemlich stabil und wackelt auch nicht großartig rum. Vielen Dank, dass du dir das nochmal reingezogen hast. Ich hoffe, du hattest damit Spaß und konntest was mitnehmen und für dich entscheiden, ob das was für dich ist oder nicht. Du kannst ja in den Kommentaren mich mal wissen lassen, was du davon hältst oder wie du das jetzt siehst. Vielleicht hast du ja die erste Version schon gesehen. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und noch ein Däumchen da lässt. Und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und lass es dir gut gehen. Bis denn, Dansen. Tschüss.